das, Mine? Was macht ihr da, wenn ich schlafe? Das klang gerade versaut. Warte, wirklich? Ja! Vielen Dank, Manager. Ich sehe Sie morgen. Yoshi! Ja! Aufstehen! Ah, okita? Willkommen zurück zu Amnesia Memories. Ich dachte, ich lasse die. Das lasse ich jetzt einfach so stehen, bevor ich hier eine Begrüßung mache. Wir hatten nämlich die letzte Nacht unsere Mädels zu Besuch und irgendwie scheint das hier eine sehr lustige Nacht gewesen zu sein. Und offensichtlich sind wir eingeschlafen. Also, bist du. Ah, du bist wach? Perfektes Timing. Der Manager sagte okay. Saba, sie ist eingeschlafen. Sie hat nicht mal gehört, was der Plan ist. Oh, richtig. Wenn die Mädels was planen, während ich schlafe, kann da definitiv nur Schwachsinn bei rumkommen. Aber sie sind süß. Ich glaube, mit solchen Freundinnen, die braucht man einfach. Genau solche wie die beiden. Auch wenn Mina am Anfang ein bisschen anstrengend war, aber... So, der gestrige Abend war so... Der Moment, ich fand Mina am Anfang auch immer furchtbar. Gerade auch, ich habe ja mit Ikis Route angefangen, da war sie auch immer so ziegig und zickig. Und nach Iki habe ich Thoma gespielt, da kam Mina überhaupt nicht dran vor. Nach Thoma habe ich Kent gespielt. Und hier, muss ich tatsächlich sagen, habe ich Mina total ins Herz geschlossen, weil sie hier wirklich sich zum ersten Mal so ein bisschen öffnet und nicht unbedingt nur die blöde Zicke von nebenan ist, sondern man merkt auch, dass sie ein bisschen... dass sie halt auch mal die richtig gute Freundin sein kann. Und das mag ich an ihr gerade total gerne. Wieso habe ich eigentlich gerade... Ich muss mal eben... Wieso habe ich eigentlich gerade das Gefühl, dass... die Stimmen total leise sind und alles andere ist voll laut. Wer ist das da? Nun, weißt du, wir planen diesen angestellten Sommerausflug morgen, der an den Mine vorher schon mal gedacht hat. Das ist ein Pool, in einem geheizten Pool. Eigentlich wollten wir an den Strand gehen. Ja, aber es ist ein wenig zu kalt, um am Strand schwimmen zu gehen. Pool, hä? Huh? Wie auch immer, Sava hat für uns geplant, dass wir eine andere Seite an jedem sehen, die wir normalerweise nicht kennen. Und in der gleichen Zeit wollten wir die einige heiße Typen abchecken. Mine hat es einen Angestelltenausflug genannt, damit wir den Manager auch einladen konnten. Es ist ein perfekter Plan. Und jetzt, wo du das weißt, solltest du voran machen und Kent einladen. Warte, sie wollen das? Kent hat nicht mal irgendwas mit der Arbeit zu tun. Wir können das Café Thoma überlassen. Er managt das schon gut. Alles, was noch übrig ist, ist schön einzuladen. Yep, ich schicke ihm eine Nachricht. Shin? Ich fühle mich, als hätten wir den Namen schon ganz schön oft gehört, aber wir haben niemals jemanden mit dem Namen getroffen. Er muss an der gleichen Stelle arbeiten wie du, wenn sein Name jetzt aufkommt. Er muss nur an anderen Tagen als du gearbeitet haben, an denen du keine Schicht hattest. Das macht Sinn. Wow, ich werde etwas nervös. Es ist eine Weile her, seit wir jemanden neuen getroffen haben. Wir können nichts ver... Wir müssen, dürfen, nichts können. Wir können nichts versauen. Wir müssen da durch. Was ist los? Du solltest Kent eine Nachricht schicken und fragen, ob er frei hat. Ja, wir sind gerade noch ein wenig Also, ne, dafür, dass wir die ganze Zeit mit Orion eigentlich Selbstgespräche führen, reagiert unsere Umwelt doch ziemlich gelassen darauf, dass wir so ruhig sind. Okay, ich werde es versuchen. Yoshi, ja, 明日みんなと一緒にプールへ行きませんか?
So, kurze Störung, ich bin wieder da, alles wieder gut. Wie ist es warm? Warum muss es jetzt eigentlich nochmal wieder so warm werden? Ich hätte mich eigentlich gerade darüber gefreut, dass es kühler wird. Ich hasse Wärme. Also gut, würdest du mit uns allen morgen zum Pool gehen und gewendet? Ein Pool. Woher kommt die Idee? Nicht, dass es wichtig wäre, aber also soll ich einen Badeanzug tragen? Ja. Soll ich einen Badeanzug tragen? Ich wollte Orion schon wieder reinreden, es tut mir leid. Kent ist hoffnungslos. Er scheint überwältigt nur daran zu denken. Es ist nicht so, als wärt ihr noch an der Mittelschule. Kento-san, okay, datte? Isogashii darou ni yasashii ne. Hat Kent gesagt, dass es okay ist? Ich weiß, er ist sehr beschäftigt, aber das ist nett von ihm. Ah, ich habe eine Antwort von Shin. Er sagt, er wird kommen. Also gut, er ist drauf reingefallen. Wir gehen zum Pool morgen. Geh, der Pool! Juhu! Oh, habt ihr zwei Badeanzüge? Ich habe gerade darüber nachgedacht, einen neuen zu holen. Möchtet ihr, dass wir sie zusammen kaufen? Ah, ich komme mit. Ich habe nur einen Badeanzug für Rennen, also so, ne, fürs Sportschwimmen. Sava, auf diese Art wirst du niemals einen Freund bekommen. Ach, sei ruhig. Das ist es doch, warum ich versuche, die Dinge jetzt zu ändern. Ich hoffe, jemand versucht, mich am Pool zu erobern. Diese Einstellung ist nicht gut. Du musst die Initiative ergreifen und die Typen von dir aus ansprechen. Warte, ernsthaft? Ich meine es ernst, und das ist der Grund, warum wir Bikinis kaufen müssen, um das zu zeigen. Also gut, machen wir Make-up drauf und gehen. Du auch, Savannah. Warte, wir gehen? Nun, ich schätze, wir werden diesen Tag mit ihnen verbringen. Und wenn es möglich ist, müssen wir mehr über Shin herausfinden. Das wird schwierig. Kent ist so putzig. Oh Gott. Sie will mit mir schwimmen gehen. Oh mein Gott. Du wirst viel nackte Haut sehen, Kent. Pack dich warm ein. Orion, alles gut? Es tut mir leid. Das war so niedlich. Boah. All dieser Lärm hat mein Hirn zerstört. Ich wäre beinahe bewusstlos geworden. Ja, wow, sie haben nicht geschätzt, als sie sagten, dass eine Gruppe von drei Mädchen zu Rowdies werden können. Du bist sehr ruhig, also denke ich, dass es nicht schlecht ist. Aber es war nicht sehr gut, um neue Informationen zu bekommen. Du hast es geschafft, einen Badeanzug zu kaufen. Also war es irgendwie produktiv. Ich frage mich, ob das wirklich okay ist. Es ist schon der 15. August. Warte, es ist schon der 15. August? Dann sind es nur noch 10 Tage übrig bis zu Kents Konferenz und danach geht er nach England, richtig? Bedeutet das nicht, dass nur noch 10 Tage übrig sind, in denen du mit Kent reden kannst? Und 3 davon sind Arbeitstage. Das ist schlecht. Wir haben keine Zeit zu entspannen.
Kento no ryugaku no koto o dou omotteta ndaro? Ich frag mich, was du darüber gedacht hast, dass Kent im Ausland studieren will, bevor du deine Erinnerungen verloren hast. Moshi hontou wa hikitometa katta nda to shitara, asonderu bae ja nai yo ne? Kento to motto hanashi o suru beki da yo ne? Wenn du ihn wirklich aufhalten willst, solltest du nicht herumspielen. Du musst mehr mit Kent reden. Boku, kiyoku o nakushichatta nara torimodoseba ii tte kantan ni omotteta kedo. Alles, woran ich dachte, war, dass alles in Ordnung wäre, wenn du nur deine Erinnerungen zurückbekommst, aber... Vielleicht hat das alles dir die Zeit geraubt, die dir noch mit ihm bleibt. Es ist möglich, dass, weil du deine Erinnerungen nicht hast, etwas passieren wird, das nicht unerledigt bleiben sollte. Es tut mir leid. Ich werde härter arbeiten, damit du deine Erinnerungen schneller zurückbekommen kannst. Du hast doch keine Schuld, Orion-Keks.